Hallo und herzlich willkommen zum nächsten kleinen Projekt auf unserem Kanal Gone Home mit mir, dem Maru. Das ist ein kleines Erkundungsspiel, könnte man so sagen. Wo wir in einer rätselfreien und kampffreien Umgebung zum chilligen Durchspielen oder so ähnlich. Mal sehen, wie wir uns anstellen dabei. So, wir hören eine Geschichte erzählen und schauen wir doch direkt mal rein. WASD zum Laufen, Maus zum Umschauen. Man kann es auch mit Controller spielen, aber ich würde sagen, das scheint mir mehr so ein Suchspiel zu sein. Das ist mit der Maus schon besser zu steuern. Hi, Mom. So I got my ticket home from Europe. I get back on June 6th, but it's a really late flight because that was the cheapest, so it gets in at midnight. But don't worry, I'll get a shuttle from the airport so you don't have to pick me up. Like, really, seriously, you don't have to. Okay, so, love you. See you soon. Bye. Nach Hause gehen. Oder so. Ja, ihr habt gemerkt, das Spiel ist nur in Englisch, aber natürlich mit einer Sprachausgabe. 7. Juni 1995, 1.15 Uhr früh. Wir stehen vor der Haustür. Gucken wir uns mal um. Okay, das ist unser Gepäck. Hier geht's nach draußen. Draußen ist ein Scheißwetter. Okay. In der rechten Maustaste können wir zoomen. Caitlin Greenbrier, Portland, Flug 270, 6. Juni. Okay, das ist eine Notiz. Es tut mir leid. Katie, es tut mir leid. Ich kann nicht da sein, um dich zu sehen. Aber es ist möglich. Also? Ja, es tut mir leid, dass ich nicht da sein kann, um dich zu sehen, aber es ist einfach unmöglich. Bitte, bitte, grab dich herum und versuch herauszufinden, wo wir sind. Wo ich bin. Ich will nicht, dass jemand das weiß. Wir sehen uns irgendwann wieder. Hab keine Sorgen, ich liebe dich, Sam. Okay. Geschlossen. Geschlossen. Ne, was können wir zoomen? Okay. Hier unter der Pflanze ist kein Schlüssel versteckt. Hier die Tasse. Rechte Maustaste können wir uns angucken. Eine normale Tasse. Footbag. Okay, wir haben hier ein kleines Schränkchen. Ich glaube, eine Logik ganz schön groß ist. Ich hoffe, da oben ist nicht so etwas verdeckt wird. Wir haben eine Weihnachtsente. Oh. Hat 5,99 gekostet. Schön. Und, der Schlüssel. Backpack. 1 oder I. Okay, wir haben einen Schlüssel. Das ist mein Boarding Pass für den Flug. Flug Nummer 270 natürlich. Welches andere sollte es denn auch sein? Und mein Passport, den wir für den Europareise genommen haben. Wir sind anscheinend 73 geboren, am 12. Dezember. Okay. Wir können die Tür natürlich öffnen. Und gehen mal rein. Ich will das Licht anmachen. Tür mal schließen. Okay. Haben wir irgendwas? Wir haben hier eine Taschentücherbox mit Taschentüchern. So. Hier drinnen ist eine Notiz. Flintlock Nail Forest Ranger Station. Directions zum Arbeit von dem neuen Haus. Also die Richtungsangaben zum neuen Haus. Links vom Aberhill, links vom Grabtree, rechts vom Bullhorn, an der 47. nördlich raus. Auf die 202 östlich. Eingang rechts an der Rage ID, Reisezeit ungefähr 1 Stunde 15 Minuten. Okay. Unser Ziel in diesem Spiel ist wirklich nur herauszufinden, was hier passiert ist. Wir sollten uns umschauen, die Geschichte nachvollziehen und hoffen, dass wir die Clues finden. Oder ich zumindest. Das ist die Box, die ich gerade geschmissen habe. Lampen lassen wir mal lieber an. Möchte nicht, dass sie dunkel wird. Okay. Wir haben noch eine Notiz hier. Hier wurde irgendwie eine Lieferung angemacht. 8 Boxen Küche, 5 Boxen Bedroom für die quasi für die Familie, 6 für das Kind, 10 Boxen im Übergewicht für die Bibliothek, 4 Boxen im Office, ein 24 Zoll Bildschirm, ein 14 Zoll Bildschirm und weiter geht's auf den Worksheets. Oh. So much has changed, even just since you've been away. We moved into this house. I'm in a new school.
And my big sister being gone for a year doesn't make it any easier. It doesn't feel real. But I'm not gonna let it faze me. I used to tell you everything, and if I can't do it in person, because you're off gallivanting around who knows where, I'll tell it to this journal. Just like I was talking to you. Okay. Gucken wir mal ins Bad. Erstmal Licht anmachen. Lichtschalter, 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 Lichtschalter. Okay, wir haben hier nichts drin. Und wir können nicht springen, aber hier unten. Oh, Magazin. 50 Mitspieler bis zu 21.000 in Preisen. Stephen King, Kritiken, Art, die Kunst des Kritizieren, also des Feedbacks gebens. Wert veröffentlicht, das Geheimnis. Die blanke Seite, wie 20 Top-Authors sie angreifen. Okay. Toilettenpapier. Das können wir bestimmt noch brauchen. So. Haben eine Box. Tasche. Pflaster. Ja. So. Hier damit. Haben wir Klopapier. Yay! Ich hoffe, das macht keine. Okay. Wir haben Seife. Sparkles. Wasser geht noch. Okay. Klo kriegt man nicht auf. Aber wir können sie spülen. Aber den Deckel nicht aufmachen. Gucken wir mal weiter. Gehen wir systematisch vor. Wir haben auch eine Karte. Foyer. Wir machen mal die kleinen Räume hier so. Hier die Lampe können wir bestimmt anschalten. Genau. So, hier haben wir zwei Briefe, die wir nicht anklicken können. Oh, dahinter. Eine Karte. Hab einen Dog One Cool Birthday. Von Sam. An Sam, von Uncle Harvey. So, Licht an. Was haben wir hier? Talcama Country Forest Service Janice Grebreyer, Senior Konservionist. Arbeitet anscheinend da. Können Lampe ja anlassen. Goodfellow High School. Front Hall. Okay. Board Game. Over the Alps. Ein Reisespiel. Wenn die wiederkommen, wenn sie sich stauen, wenn das ganze Haus durcheinander ist. Hier ist auch nichts drin, okay. Mal die Lampe an. Ich habe Angst im Dunkeln. Okay, wir haben hier noch mehr. Boone County. Telefonbuch, okay. Das ist leer. Hier ist nichts zum. Oh, da, ein Buch. Die Heilige Bibel. Na, die kommt dahin. Okay. Ein Schädel. Hencho on Mexico. Klar, wo denn auch sonst? Na, okay, nee, Moment. Ran nehmen wir es jetzt nicht unbedingt. Wir haben eine Trophäe. Regional Tracks. Also, Track and Feed ist, ich weiß gar nicht, was das ist. Ist nicht so, so eine Renn-Compilation, so ein Spiel, egal. Meistens April 1990, 100 Meter Replay. Erster Platz, Jamie Bloom, Carl Johnson, Shava Rossi, Caitlin Greenbauer, das sind wir. Und das hier, Jump, Long Jump Event. Achso, das ist einfach nur, Leichtathletik, okay. Erster Platz. Gut. Hier oben haben wir nichts. Okay. Hier haben wir nichts. Die Tür ist verschlossen, aber auch mal einen Schlüssel für. Okay, hier haben wir irgend so ein Ding. Ein Buch, ein Timetable. Katie's Departure am 7.9. Flug 88, 12.10 Uhr. Jetzt sind wir weggegangen, okay. Aha, das wurde anscheinend hier festgehalten. Wir haben einen Marker. Nutzen können wir nicht, es gibt keine Rätsel im Spiel. So, zu damit. Hier ist nichts drin.
Ja, mal Nachrichten zum Abhören. Telefon ist tot. Sam. Sam. Hallo. Sam. Sam, where are you? Really? I need to talk to you. Das hört sich nicht gut an. Hi Mom. So I got my ticket home from Europe. I get back on June 6th, but it's a really late flight because that was the cheapest, so it gets in at midnight. But don't worry, I'll get a shuttle from the airport so you don't have to pick me up. Like, really seriously, you don't have to. Okay, so, love you. See you soon. Bye. Okay, das haben wir. Letzter Anruf. Moment, nee. Drei Nachrichten, vielleicht sieht man auch da. Okay, Notiz lesen. Sam. Kann man sich so lesen? Nee. Sam, Daniel von der drüben von der Nachbarschaft hat angerufen. Er möchte, dass du ein neues Haus siehst. Ruf ihn zurück. Mom, Daniel ist total seltsam. Das ist der einzige Grund, warum ich immer mit ihm abgegangen ist, weil er. Weil ein Nintendo. Achso, weil ich immer mit ihm ausgegangen bin, weil er ein Nintendo hatte. Als wir klein waren. Fiese, fiese. Okay, das ist die Familie anscheinend. Sam, Katie, Mom, Dad. Sam? Das sind dann wir? Mom und Dad. Jen und Terry heißen sie. Oh, mal Licht an. Oh, schon besser. Notiz. Willkommen, neuer Student. Wir hoffen, dass du genauso glücklich darüber bist wie wir. Dass du darüber bist. Entschuldige bitte. Willkommen, neuer Student. Wir hoffen, dass du genauso glücklich und erfreut darüber bist, also an deinen ersten Tag in der Goodfellow High School wie wir. Bitte sei sicher, dass du alles mitbringst, was auf deinem ersten Tag in der Klasse brauchst. Einen dicken Hefter mit Taschen für bis zu 6 Klassen. Ein niedes Notebook für jede Klasse oder ein großes Notebook mit 6 Lektionen. Zumindest 6 Stifte, blau oder schwarz, und 6 Bleistifte. Eine Box mit bunten Farben, Bleistiften, Buntstiften. Eine Standardkombination Schloss für den Locker. Etwas Essen oder 2,50 für das Essen in der Schule. Eine positive Einstellung. Und erinnert dich daran, bitte sehr viel Schlaf zu bekommen. Und die Glocke klingelt um 8 Uhr früh. Man sieht sich und komm bitte wieder. Bess Wellens, der Rektor. Oh mein Gott. You are so lucky you finished high school before we moved into this house. So, it's the first day of school. And there I am, introducing myself to the class. And I say that I just moved into the house on Arbor Hill. All of a sudden, every kid in the room turns and just stares like I suddenly transformed into a mutant. I just stood there, pushing pretty hard for a rewind button. Because now maybe nobody knows my name, but they all know who I am. The Psycho House Girl. Great. Hört sich keiner schönen Kindheit an. Okay. Heavens to Betsy. Ups. Hoffentlich brauchen wir das nicht. Ne, Nick ist auch nichts. Okay, was haben wir hier? Eine von diesen Postkarten, die wir gesendet haben. Hi Mom, Dad und Sam. Ich bin in Paris. Ich habe hier viele parisische Sachen gemacht, vor allem in Le Petit Déjeuner gegessen und ein Barett getragen. Ich komme nach Hause mit einem Haufen Filmmaterial zum Wickeln, also mit einem Haufen Fotos, die man entwickeln muss, wenn ich zurückkomme. Sam, ich bringe dir auch was zurück, und zwar einem von der Shakespeare Bücherkompanie, weil du ja meine Lieblingsschwester bist. Liebe euch alle, Katie. Weird. Wurde drauf gemalt. Seht ihr das? Okay, was haben wir hier? Karten. Akechi Playing Cards. Kann ich hier zurückpacken? Ein Stift. Ein Newspaper-Artikel. Oscar Mason, 60, von Boone County, ist gestorben, also friedlich gestorben, letzten Monat in seinem Haus.
Mr. Mason wurde am 8.5.1933 geboren. In dem Haus, welches er dann, also in dem Haus geboren, welches er für den Rest seines Lebens als Zuhause bezeichnen konnte. Er hat eine Ausbildung in Pharmazie in jungen Jahren abgeschlossen, oder beziehungsweise sogar studiert, und ist dann nach Boone County zurückgekommen. Er wurde sehr schnell eine gut bekannte und geliebte Person im Zentrum der Gemeinschaft. In den Dekaden, die davor vergangen sind, wurde selten außerhalb seines Hauses gesehen. Sein Dienst, ein Gottesdienst wird an diesem Sonntag abgehalten in der First Methodist Kirche um 1 Uhr abends, mittags, wenn man es nennen möchte. Alle sind willkommen. Seine Verbliebenen, unter anderem auch sein Neffe Terence Greenbrier, vor allem auch im Geiste der People von County, welche er halt immer so gerne, achso, ein Gruß sozusagen. Okay, der ist auch mit uns verwandt gewesen. Waren wir bei der Armee? De Soto. Oder ist eine Armeeuniform von der Uni oder so? Das haben wir ja schon gehabt. So. Hier unten ist nichts drin. Haben wir was aufmachen? Oh, hier kann man was aufmachen. Nichts drin. Dann hier doch auch. Nichts drin. Ist das hier in den Schublade jetzt vielleicht? Nein. Gut, wir haben die nächste Tür. Und wir brauchen Licht. Arbeitszimmer. Okay. Hier haben wir hier oben eine Flasche. Whisky. Irish Whisky. Okay. Wieder da hoch. Müssen ja nicht randalieren. Nicht mehr, als ich sowieso schon getan habe. Wir haben hier Highlighter. Stifte. Gucken wir doch mal an. Hell. Gelb. Da haben wir Papier. Da fangen wir aber jetzt nach vorne. Nichts drin? Echt nichts drin? Was ist das hier? Zählt nicht. Na gut. Ein Stift Papier. Ein Dreieringbinder. Müssen wir ans Licht nehmen. So. Kriegen wir anscheinend nicht auf, weil ich hatte den Knopf vergessen. Fragezeichen. Ein Geheimfach. Am August 19. 10. August 1972. Von Aberhill an Terence Greenbrier. Hallo Terence. Ich schreibe dir, was ich hofft habe, sei eine freudige Gelegenheit. Neuigkeiten haben mich erreicht, die deine neue frisch ver... Also, dass du frisch verheiratet bist zu einer jungen Frau. Einer wunderschönen jungen Frau. Ich hätte mehr als ein bisschen Zeit während meiner langen Tage und Nächte in diesem Haus an Aberhill, um an meine Familie und meine Vergangenheit zu denken. Meine Gedanken sind auch oft an deine Entwicklung und Wohlstand in 10 Jahren, als wir letztes Mal getroffen haben, gegangen. Deine Heirat gibt mir so viel mehr Sicherheit in dieser Hinsicht. Ich wünsche dir und deiner neuen Braut viele, viele glückliche Jahre zusammen. Du wirst immer willkommen sein, aber ich dachte, ich würde es aber verstehen, wenn du wahrscheinlich diese Einladung nicht annehmen möchtest. Oscar Mason. John Russell öffnet seine Augen und sah sie, die Sterne. Blitzeln, als würden sie im Gras in seiner Familiengarten leben in Massachusetts. Selbst wenn der Platz Millionen Meilen weg wäre. Weg ist. Nein, er blinzelte den Schlaf von seinen Augen, schaute durch die carbonverstärkte Sicherheitsglas auf der Raumstation Archimedes. Ja, er war lang und weit weg von zu Hause, aber die Zukunft brauchte ihn. John Russells Kopf schwamm. Er war extrem betrunken, obwohl er eigentlich nicht einen Tropfen in den letzten Stunden angefasst hatte. Er brach sich auf seine Füße, auf seine barfußigen Füße. Er starrte für einen Moment darauf und schaut auf seine vergilbten Zehennägel, seine, was ist sein Shin? Also es guckt auf seine Kniegelenke, seine Knie. Sie waren alle komplett nackt. Er schaute hoch und sah die Augen einer wunderschönen blonden Frau, die ein enges Polymer-Fieber Oberteil trug. Dieser Stoff... Achso, dieser Stoff wurde sehr gespannt an den Seiten, weil er ein
sehr großzügigen Busen verdeckte, mit der Phrase Meta Transference Operator. Dann wurde er ohnmächtig. John Russell hatte die Spalte überschritten, die Spalte in der Zeit. Die einzige Nachricht, die er gegeben wurde, bevor er war. Was? Only message has passed before, but. Achso, sonst wurden immer nur Nachrichten durch die Zeit geschoben, aber jetzt ein Mann. Ein Mensch. Sie brauchten ihn, nur mehr als immer. Die Zukunft, die Vergangenheit zu verändern, war nicht mehr gut genug. Die Aufgabe für den Council war sehr klar. Was zu tun war, was zu konstruieren war von aus ihm, wie er zusammenbauen sollte, was hat die Maschine gemacht, wie sie ihn transportieren sollte, bis er wieder sicher durch die Zeit. Und nun stand er hier, an der Brücke des Sternenschiffs Archimedes. Was kommandiert dieses Wessel, dieses Schiff, weil nur er, der die Welt, nee, Prätisnetz, das Leben schon zweimal gerettet hat, und er könnte seine neue Crew in der Zukunft führen. Das Schicksal der Galaktis. Also ihr Schicksal für das Schicksal der Galaktis. Haben wir schon angeguckt? So, wir haben noch ein Licht hier. Schon besser. Okay, so hier, du kannst besser machen. Zurück zu Waffen. Also es war anscheinend ein Schreiber, unser Vater, hat Bücher geschrieben. Das waren dann seine Notizen, die er wahrscheinlich verworfen hat. Und die kann ich gar nicht aufheben. Ich wollte sie jetzt in den Mülleimer werfen. Hier brauchen wir die Kombination, um irgendwas zu öffnen. Finden wir die hier irgendwo? 1963. Das ist jetzt nichts. Guck mal, 1963. 1963. Nein. Gut. Ich würde sagen, gucken wir mal dieses Papier an. Pioneer CD-Kombination Laserdisc Compact Displayer. Neue unverbindliche Preisempfehlung $1000. Displayer Code. Fernbedienung mit Hinterlicht. Doppelseitenabspieler mit Kopfhörerausgang. Display an Ausschalter. Na, das übliche halt. Sagen ein Meister von allen, aber halt kann alles, aber nichts perfekt. Ich muss damit abstimmen. Meisterschaft ist nicht eine Frage der Spezialisation, aber der Sicherheit des der Verwendung und des Baus. Wenn man den Markt für eine Kombination LCD-Player ist und sucht, sollte man auf jeden Fall diesen Pionier nehmen. Das hilft uns jetzt irgendwie gerade nicht weiter. Was haben wir hier? Ein Buch. Der Mord von JFK, eine Theorie. Du hast diesen Film gesehen. Ich kenne die Wahrheit. Haben wir irgendwo eine Zeit dran oder so? Wir müssen ja irgendwas Vierstelliges finden, um das Schloss zu öffnen. Okay, also war ein Fan von JFK in diesem Mord. Ist doch hier unten. Das Paradoxe um JFKs Tod ist, dass er vielleicht gewollt war. Okay, er hatte auf jeden Fall eine Obsession mit JFK Kennedys Mord. Und hat gerne Romane über Zukunftssachen geschrieben. Das ist mal das Telefonbuch. Machen wir den. Der klingt jetzt nicht so, wie ein Fan von dieser Geschwindigkeit klingen sollte. Das machen wir lieber wieder aus. Okay, was haben wir hier? Ein Formular. Kannst du besser lesen vielleicht? Nein. Okay, die Verkabelung in diesem Haus ist technisch alles sicher, alles richtig. Allerdings sind viele von Kabel hinzugefügt worden in den letzten 100 Jahre. Das System ist sehr unberechenbar. Lichter blinken aus für keinen Grund. Druck auf Bodenplatten oder Türrahmen könnte ein Kabel unterbrechen, das direkt dahinter ist. Das alles nur aufzubauen wäre sehr destruktiv für die Wände, Boden und andere Sachen dieser Struktur. In einer Diskussion mit Mr. Greenbrier gibt es keine Sicherheitskonzerne, also lassen wir es mal so, wie es ist. Okay. Können wir hier was öffnen? Die Tür. Hier ist nichts drin. Er mochte anscheinend dieses Design. Ist da oben? Ist die Flasche, die wir hatten? Genau. Okay, wir haben jetzt hier noch zwei Schubladen.
Hier ist nichts drin. Hier ist nichts drin. Okay, wir müssen die Kombination herausfinden. Hinter dem Bild ist nicht. In dem Bild ist sie auch nicht. Hier sehe ich jetzt auch keine Zahlenkombination. Also 1963, die war falsch. Also gehen wir mal weiter. Hier noch ein verkrümeltes Papier. Du bist das neue Mädchen, Sam. Ich bin Tommy. Ich bin hinter dir. Achso, Sam wurde anscheinend ein Stück Papier zugeworfen an der Schule. Das ist es hier. Von Tommy. Hallo, bist du das neue Mädchen? Sam? Ich bin Tommy. Ich bin hinten in der Ecke. Hinter dir. Winke, wenn du das bekommen hast und schreib zurück. Hi Tommy, ja, ich bin Samantha. Und ja, ich bin neu hier. Was ist denn los? Ich dachte einfach nur, weil du neu bist, vielleicht könnten wir Freunde werden. Ich habe nicht so viele Freunde hier. Auch nicht so viele Freunde hier. Und so dachte ich, vielleicht frage ich dich. Möchtest du denn mein Freund werden? Nein, kein Problem. Also ja, aber kein Problem. Was möchtest du mich denn fragen? War nur dein Onkel, der irregegangen ist, oder deine ganze Familie? Okay. Da ist der Fernseher. Er ist an. Ich würde sagen, diesen Raum erkunden wir in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.